Ja, mal gucken, was mich so erwarten wird. Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zurück aus dem großen weltweiten Internet. Ja, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Egal. Und zwar, willkommen zu Flipping Philip. Flipping Philip ist ein Spiel. Da habe ich wieder soweit rausgesucht und wir gucken uns das gleich mal an auf jeden Fall. Erstmal kurz hier Storytelling. Story, das ist Philip. Philip ist ein Mann. David, super. Und deswegen geht er zur Therapie, weil er so super ist. Er findet eine Frau, die auch super ist. Und ja, eigentlich wird's ganz super. Und dann ist er Flipping Philip. Warum nicht Super Philip? Ist alles so super. Wir haben auch hier noch einmal Konzeptzeichnungen. Wow. Und ja, ich würde mal sagen, ohne weitere Vorworte, ich mach mal hier auf Play einmal. Ich hoffe mal, dass der Ton so richtig eingestellt ist. Wir schauen einfach mal. So, was wird mich jetzt erwarten? Ich nehme jetzt wieder heute ein paar Spiele so hintereinander auf, so gesehen, wo ich mal einen Tag frei habe. Und natürlich, ohne hier halt mich vorher irgendwie zu informieren. Ich gucke einfach bloß auf den Namen, ob er sich schön anhört. Und ja. This is Philip. Hallo, Philip! Only a week ago. He works at a big insurance company in the archives department. It's a dull routine job, but Philip is happy with it because he's always obsessing over the order of things, and the act of archiving pleases him. On the contrary, anything that moves disrupts his peace. Philip is a type of character that prefers not to be seen by anyone so that his orderly lifestyle remains untouched. He spares no effort to stay away from danger. However, to him, many things are deemed as dangerous. You know, Philip has two sides, just like a double-sided jacket. Philip is a superhero and an exact antipode to Philip. He is energetically active and loves to be seen showing himself off. He reaches out for any cry of help. He is ready to risk his life with no hesitation. And this brings his other side too into danger. And that is the last thing that Philip wishes for. Now Philip is here to visit the psychologist for a possible solution to his problem. Oh, Kapitel 6 schon. Okay, alles klar. Schon weit fortgeschritten wieder hier alles hier. Das ist auch bloß die Demo-Version. Vielleicht sind wir deswegen schon in Kapitel 6. Oh, ein Controller. Okay, X und... Warte mal, X und Z. Ich hab Z da oben. Amerikanische Steuerung. Okay. Also hier so. Oh, ich bin Philip. Hallo. Oh, schöne Blumen haben sie hier. Welcome. Ja, es hat alles damals angefangen, als ich geboren wurde. Da hat es begonnen. Ja. Manchmal bin ich super, manchmal nicht. Das ist immer das Gleiche. Doktor, helfen Sie mir. Immer wenn ich schlafen gehe, gucke ich unter das Bett, liegt da ein Krokodil. Was können wir dagegen machen? Das war jetzt ein, so gesehen. Kennt ihr noch Phipps Asmus von damals? Nee, da ist so ein Krokodilwitz mit drin. Ach, ist egal. Ich wollte es bloß mal gesagt haben. Okay, wenn er niest, wird er super. Alles klar. Ey, hast du gerade gelacht oder was hier? Wollen wir dann draußen gehen? Ich hau dir mit meinen Superkräften eine auf die Ohren. Okay, ist klar. Hier, wir niesen jetzt einmal. Das ist gemein.
Ich durchsuche jetzt hier dein Dings hier, weil du böse bist. So. Also. Vielleicht soll ich mal seine Mom anrufen und sagen, was mit ihm los ist. Warum er so böse ist. Er ist so böse. Da können wir nichts machen. Da. Können wir hier irgendwo. Das bringt auch nichts. Ach, guck mal, hier können wir anmachen. Das hast du verdient jetzt. So. Warum hat er eine Fernbedienung überhaupt dafür? Ich soll ihn ja zeigen, so gesehen, dass ich super bin. Okay. Kann ich die Fernbedienung haben? Hä? Oh, ein Papagei! Da olle Lumpe. Oh Mann, ey. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Ja, kann's ausmachen. Ja. Ja, ich habe ja auch schon überlegt, gerade eine Feder zu nehmen. Ey! Hallo? Warum? Komm jetzt sofort her, verdammt! Maus der Chicken Wing. Chicken Wing, komm her. Was soll das hier werden jetzt? Chicken Wings, komm runter! Guck mal, jetzt macht er das freiwillig an. Chicken Wing, komm jetzt her! Also, blöder Vogel! Es müsste ja generell zum Ventilator. Ich hab gedacht, er geht zum Ventilator jetzt, okay. Er geht jetzt natürlich nicht zum Ventilator, weil er schon an ist. Das heißt, er müsste an sein, wenn er drauf ist. Das heißt... Oh, sein komm. Was? Bin ich paranoid? Chicken Ring, jetzt räucht er mit dir. So, er macht das jetzt aus. So. Jetzt werde ich Chicken Ring einmal... Chicken Ring geht jetzt dahin. Okay, alles klar, ich bin ja auf der Seite. Okay. Also rechtzeitig schaffe ich das, glaube ich, nicht.
Sehr gut, der Plan hat funktioniert. Mach mich gut. Ich bin so gespannt gerade. Und? Alles klar! Warum ist der Bildschirm so weit oben überhaupt? Warum ist der Bildschirm so weit oben jetzt? Was ist hier los? Okay. Ach, war's das schon jetzt? Oh, ist ja kurz. Ja, also das Spiel soll denn auch noch erscheinen. Wann jetzt? Ich glaube, ich bin nicht informiert. Aber hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Definitiv. Und wie wir schon sehen können, an hier den Extras so gesehen oder an den Konzeptzeichnungen, wie es halt ist, sind auf jeden Fall einige Schurken auch mit drin, ne? Wie wir es ja sehen können. Und es wird auf jeden Fall auch ziemlich actionreich werden, ne? Ich find's gut. Hier mit riesigen Robotern und so weiter. Hey, da ist Philipp und da ist Philipp. Achso, hier, seine Freunde bestimmt. Sarah, Alex, alles klar, die ist auch nicht ganz sauber. Sehr gut. Ja, vor allem sehr gut. Alles klar. Ja, wird ja bestimmt ganz gut. So, ja, von hier aus war es auch schon. Das war Flipping Philipp. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen und es war flippig genug für euch. Wenn ja, Video liken, kommentieren, unten rechts Abonnier-Button einfach auf Clashen, Dashen, Smashen, damit ihr nichts mehr verpasst von mir, Gaming of Ben. Und ja, bleibt in Zukunft immer schön flauschig und bis zum nächsten Mal bei Gaming of Ben. Immer schön weiter zocken und haut drin. Everything has two sides. Philip has a problem. He really has two sides. You know, he's just like a double-sided jacket. His other side is a superhero. He's a super isolated archives department employee. And actually, he is a very energetic hero and loves to be seen showing himself off. This game has two sides too.